Eingeladen in den königlichen Palast. So, Mama, Käppchen ab. Käppchen ab? Okay, Papa. Thank you. Thank you. After you look around, this... Yeah. This is important. Hier ist die ganze Geschichte von Manahiki und dem König. Es wird also vererbt und es kann immer nur der Sohn der nächste König werden. Die Bilder stammen überwiegend aus dem Archiv aus Neuseeland. Das ist das Haus, das der erste König hier gebaut hat. Und da stehen wir jetzt drin. Das Krönungsgewand. This is the pearl shell. That's from our own pearl farm. At the bottom. That's the white bottle. Das sind Geschenke von der königlichen Familie. Königliche Geschenke. Now these people, when they came, they gifted the Maneki. Und da gibt es ein Stück der Berliner Mauer. Als der König in Deutschland war, 1994, hat er das mitgebracht. Also ihr könnt euch Gedanken machen, ob das wirklich ein Stück von der Mauer ist. Der heutige König mit seiner Frau. Und den drei Kindern. Yeah, I talk to my sisters in New Zealand. They said they advise all of us to look at the archive. So we ask them to look around if they can. Und meine Brille ist schon wir dürfen uns in das Inselbuch eintragen. Beim König. Beim König. Hier kann man es gut aushalten. Eine leichte Brise. Weht hier hinein. Wir wurden reich beschenkt. Die Frauen mit einem Hut und einer Kette. Ja. Und wir mit einer herrlichen Muschelkette. Oh. So, mit Sam geht's jetzt zur anderen Seite des Atolls. Alle sind vorbereitet. Ich nehme mal mein Brillenband mitnehmen sollen, ne? Eine Rundfahrt über die Insel mit Sicherheitsgurt und Airbag und alles, was die Zivilisation zu bieten hat. Ja. Also keine Klappe draußen hoch. Also ich hätte ja besser gefunden, wenn die Klappe hoch wäre. Aber alles verkehrt.
Uh-huh. And this boat have a problem with the engine, huh? Or what was the reason? Die Landebahn von Manihiki. Oh, sie haben zumindest einen Windsack. Der Flughafenterminal von Manihiki Airport. Der 21. Mai, unser letztes Frühstück auf der Fradulin. Und da gibt es heute noch alles. Butter, Ei, Nutella, Honig, Wurst. Und frisch gebackenes Brot. Unsere Zeit auf der Fradulin geht zu Ende. Unser Gepäck muss jetzt verladen werden und an Land gebracht werden. Der Großteil unseres Gepäcks ist schon hier. Jetzt holt der Frank noch Annette und Doro ab. Es ist heute ganz schön wellig und der Wind hat auch auf Nord gedreht. Es ist komisches Wetter hier. Aber der Anlegesteg ist hier gut geplant mit diesen schützenden Mauern davor. Da kommt der Rest der Bande. Nochmal Dankeschön an Doro und Frank und an die Fradulin, dass sie uns mitgenommen haben und dass wir noch diese tollen Inseln erleben durften. Hier wären wir sonst nie hingekommen. Danke dafür. Guck da an, es gibt schon wieder Geschenke. Ja, wir müssen ein bisschen näher kommen. Erster Abschied auf Manihiki. Ciao, ciao! Unser Zuhause für die nächsten 5 Tage. Da oben haben wir uns einquartiert. Ich zeige euch unser Zimmer. Die Räuberhöhle. Unser Schlafzimmer. Noch ein Bett.
Sieht noch ein bisschen wüst aus, weil wir ja wieder am Umpacken sind und mein iPad suchen. Unsere Terrasse und heute endlich mal wieder Randy Dog. Ich bin am Verlieren. Das ist unser Ausblick vom Balkon unseres Zimmers. Die schäkert mit den Fischen, oder? Oh, da muss ich aber doch noch schwimmen gehen hier. Keine Frage. Tschüss, bis demnächst. Inselspaziergang. Da vorne soll der Dinghy-Pass sein. Da kommt man also mit kleinen Booten raus aufs offene Meer. Alles ruhig heute. Die Schweinezucht von Manni Hickey. Das ist ja schon fast Massentierhaltung. Ne? Die Kleinen dürfen hier draußen rumlaufen, weil die kommen immer wieder zurück zur Mama. Die Hauptstraße von Manni Hickey zur Hauptverkehrszeit. Die Vodafone und Solarstation der Insel. Dort hinten unsere Unterkunft. Es gibt wieder Fisch, wie jeden Tag. Aber es gibt auch immer mal Fleisch dazu. Wurst oder heute auch noch Steak. Ich muss sagen, das Essen ist gut, sehr gut. Was sagt die Annette? Das Essen ist super, ja. Der Weg zu unserem Frühstücksplatz. Heute machen wir einen Ausflug hier mit dem Boot. Wir treffen nochmal Frank und Doro. Hier hat Sam seinen Supermarkt. Zeige ich euch mal, was es alles so gibt im Supermarkt. Das gibt es hier auf der Insel. Und da ist unser Frühstücksplatz. So, wir besuchen ein Kawa, glaube ich. Das sind hier Häuser, die auf den Korallenblöcken gebaut wurden, aber viele wurden 1997 bei dem Zyklon zerstört. Ja, also hier wohnen noch welche. Und hier war auch gestern Abend eine Party. So you're the whole time here? No. We came here yesterday. Only for the weekend? Yeah, for the weekend, yeah. Ah, okay. So it's quiet and you can dance and sing and... Ah, that's yeah. Good. Ah, it's great. There's a cake here if you want. Huh? Cake. Da sind die Betten. It's really nice. Ah. Hello, hello!
Hallo! Oh, hier kann man auch schön tauchen. Des Atolls ist Südsee pur. Totale Einsamkeit, hier wohnt niemand. Man könnte meinen, es ist das Paradies. Wir versuchen unser Glück mit dem Fischernetz. Hey, come now. One, two, three. Just like this. This guy, let take the skin off and eat it like that. In the sea. No sauce, no nothing. Nothing. Give it. Two, three. Hast du gesehen? Mhm. Den isst man roh, sagte man uns gerade. Fernseher. Filetiert. Ah, das Blut wird rausgeschnitten. Put some lime on it and put some lime on it. But kids here, they just eat the sea with coconut. Okay. Komm mal essen. Mhm. Dann taucht man wieder in das Wasser, wo man vorher mit den Füßen drin war. Some more. Huh? Gonna eat some more and some more. Der hat so eine ganze große Flosse, hat die Muräne da runtergeschluckt. Es heißt Abschied nehmen. Die Wege trennen uns. Die beiden werden in
zwei Wochen circa weiter segeln und wir fliegen am Montag nach Rarotonga. So. Bye bye, habt eine schöne Zeit. Tschüssi. Da fahren sie dahin. Und wir bleiben hier. Ja. Es gibt mal wieder eine Perlenvorführung. They have different price ranges. Depends on the shining and without damages and round. Sachen sind fast gepackt. Aber Manihiki ist auch traurig, dass wir gehen. Es verabschiedet uns mit einem richtig schönen Regenschauer. Sam bringt uns mit seinem Truck zum Airport mit all unserem Gepäck. Es ist immer noch offen, ob wir im Flugzeug unser Gepäck mitnehmen können. Wie ist es aus, Annette? Es ist super. Wahrscheinlich kriegen wir es in dem Flieger mit, unser ganzes Gepäck, unsere 70 Kilo. Und wenn nicht, geht am Mittwoch noch einer und der Rest würde dann nachkommen, weil wir dann auch erst einen Tag später oder zwei Tage später nach Neuseeland fliegen. Also, hat geklappt. Daumen um. Gott sei Dank. Die Abflughalle füllt sich, aber es können nur 7 Leute mitfliegen. Die anderen verabschieden welche oder begrüßen welche, die dann hierher kommen. Da ist der Flieger! Yippie-yay-yay. Unser Gepäck ist auch schon auf dem Trecker. Jetzt hoffen wir nur, dass das alles auch in den Flieger reingeht. Das war unser Aufenthalt in der Südsee. Wir werden heute Manihiki verlassen. Wie ihr gesehen habt, haben wir tatsächlich einen Flieger bekommen. Es stand ja alles auf der Kippe, weil wir keinen Internetanschluss hatten. Unser Flug wurde nicht bestätigt und es hieß, wir können schon gar nicht so viel Gepäck mitnehmen, sondern nur 10 Kilo pro Person. Und wir hatten ja mehr als 70 Kilo. Aber das hat alles geklappt. Wir verlassen Manihiki. Es war ein super tolles Erlebnis. Wir hatten einen richtig tollen Aufenthalt. Alleine schon anzukommen und Menschen an der Pier zu sehen, die sich freuen, dass Menschen kommen, dass ein Boot kommt. Und wie wir dann erfahren haben, nach 4 Jahren nach Corona das erste Boot zu sein, so freundliche Menschen da, fantastisch. Ich hatte einen grandiosen, unvergesslichen Geburtstag. Es war einfach fantastisch. Es war zufällig Pfingstsonntag und die Annette hatte Geburtstag. Und wie ihr gesehen habt, nach jedem Kirchgang war ein rauschendes Festmahl. Ja. Wir wurden begrüßt und nicht nur einfach begrüßt, sondern man hat Danke gesagt, dass wir dieses Atoll besucht haben. Ein unvergessliches Erlebnis. Wie geht es jetzt noch weiter? Wir fliegen jetzt demnächst nach Rarotonga, bleiben dort noch ein paar Tage, bevor wir dann nach Neuseeland weiterreisen, wo wir auch wieder 1,5 Nächte dann nur haben, um dann nach Bali zu fliegen.
2 Nächte dort und dann geht es weiter nach Lombok. Das soll dann unsere letzte Station auf dieser Weltreise sein. Freut euch auf die nächsten Filme von der Limelight. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Doro und Frank, dass sie uns mitgenommen haben und wir das erleben durften. Und natürlich auch an euch, die ihr unsere YouTube-Filme schaut und auch unsere Patreons, die uns weiterhin tatkräftig unterstützen. Dankeschön. Danke. Tschüss. Bis demnächst. Tanai vai ho mai do oe.